Wir produzieren mal ordentlich vor jetzt hier. Ich muss gleich noch duschen gehen. Ei zugestellt! Ja, die beiden freuen sich. Na toll, du hast mich gefunden. Dann muss ich wohl wieder zurück in die Tierhandlung. Schau mal rein, kauf ein Tier oder Zubehör oder heitere mich einfach ein wenig auf oder so. Bis dann. Okay, die ist mir nicht so ganz geheuer. So, und der möchte wahrscheinlich Haselnüsse haben. Ah, unser Baum trägt wahrscheinlich noch nicht annähernd. Dickertort! Ein Lickitoad ist aufgetaucht. Wahrscheinlich hat er deine Schaufelverbesserung gesehen und denkt jetzt, dass du einen Teich haben willst. Hatte ich auch vor. Danke, dass du mich daran erinnerst. Und zwar hier in die Mitte. What the fuck? Was ist jetzt hier los? Oh, Racent. Habe ich noch ein paar Früchte? Ich habe keine Früchte mehr. Ich hätte doch hier hinten noch irgendwo eins hingeschmissen für ihn extra. Hast du schon jemand gestibitzt oder was? Hat er vielleicht schon gefressen, keine Ahnung. Loch graben. In die Mitte. Mitte befindet sich. Ja, das haut so hinne. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier ist die falsche Richtung. Ja, hier machen wir es hin. Ja, kein Loch. Teich graben. Also was willst du erzählen? Du kennst dich aus mit diesem Leben, doch weißt nicht, wohin es geht. Und ich sag dir, wie es ist. Das möchte ich jetzt gerne hier so. Was ist jetzt los? Was war das? Oh, das Barrowmind mag es, wenn es regnet. Er freut ihn total. Bunny kommt, Nummer 5. Anscheinend hatten wir einen ungebetenen Gast hier drinne. Interessant. Was? 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 Verpiss dich, du kleines, minderwertiges Scheißteil. Geh weg. Keiner mag dich. Du bist Kacke. Entschuldigung. Alter! Weg damit! Das brauchen wir alles nicht. Super, die freuen sich. Auch einen kleinen Teich hier, der watscht erstmal direkt durch. Schön. So in der Mitte so einen kleinen Teich dabei haben. Auch was Schönes. Bunny kommt 4. Bunny kommt 3. So. Jetzt können wir mal kurz in der Stadt gucken. Für die Racing müssten wir jetzt eigentlich auch. Also gucken wir mal, Gretchen Frettchen laden. Gucken wir mal kurz rein. Ich bin Gretchen, die Jägerin aus dem Ort. Ich kann einen Pinata für dich suchen. Aber es muss eins sein, das schon in deinem Garten sitzt. Sagen. Standard Express, okay. Ein Jäger. Das ist nicht so interessant gewesen jetzt. Und was machen wir hier? Oh, hey, ich heiße Petula. Schon wieder ein neues Gesicht. Was? Ich schätze, irgendwas Interessantes muss es hier geben. Ja, wir verkaufen Pinata-Zubehör. Für dich, deine Freunde, ganz egal. Ich? Was sind nur für meine Eltern auch? Schaut dich ruhig um. Okay, was haben wir denn hier für Pinatas? Ein Klackles. Okay, cool. Zubehör kaufen. Du solltest wohl besser einen Pinata auswählen, für das bestimmt ist.
Nein, ich will noch keinen Zubehör. Das nennt man Spontankauf. Solltest du auch mal versuchen. Ja, okay. Wow, wie großzügig. Zunächst musst du die Art des Zubehörs auswählen, das du verschenken willst. Und dann das Zubehör selbst. Du kannst auch einen Freund auswählen und es ihm zuschicken lassen. Was zum Fick ist das alles nochmal? Okay, gut. Tschüss. Wenn du meine Eltern siehst, sag ihnen, dass ich irgendwann auch mal nach Hause muss, um zu schlafen. Reizendes Mädchen. Was steht noch so an? Zaun. Zaun gab's bei ihr. Super, ich habe Zaun bekommen. Holzzaun, Holztor. Das brauche ich. Eine sehr gute Wahl. Glaub mir, das wird in deinem Garten großartig aussehen. Brauche einen Bereich. Am besten diesen hier. Den ich dann erstmal. So abgrenzen werde. Oh, das müsste erstmal für den Anfang reichen. Ja. Aber ich brauche noch. Noch ein Türchen. Das reicht. Kasse zurück, bitte. Was haben wir noch für Gartenobjekte hier? Ganz wichtig! Nein! Cherry Bean Block 1320. Ey, ich muss unbedingt jetzt Kohle machen. Aber ich weiß, wie ich das jetzt machen kann. Muhahaha. Hier zurück zum Garten. Ja, ja, tschüss. Kokon geschlüpft. Hallo. Manche Samen essen, ja, ja, essen. Ist mir bewusst. Noch was? Ja, ja. Ist mir egal. Hier, muss mich hassen. Das ist gut möglich. Los, hass mich. Das ist eine ganz coole Pflanze hier. Die wird das hier nochmal sozusagen ein bisschen aufschönern. Da dangeln die alle rum. So, nochmal hier. Oh, was haben wir hier Feines? Ich habe keinen Plan mehr, was das hier war. Dann schmeißen wir es einfach mal hier, ne? Aha, es hört sich nach Baum an. Lange schütteln. Reicht. Dass die überhaupt Wasser braucht, die ist doch direkt hier am Wasser. So. Na, Kollege. Schlendern wir hier so rum. Was muss ich denn eigentlich für euch machen? Habt ein Glas Honig gegessen und ein Fragezeichen für Paarungsbedingungen. Okay. So, wo haben wir denn Bunnycomb 5? Verkaufen. Verkaufen. Die wächst noch. Die wollen wir nicht verkaufen. Das Ding wächst noch. Verkaufen. Was war das denn? Ja, gut, das passt. 620 nochmal dazu verdient. Gut, das steckt einiges aus jetzt hier. Aber gleich verdienen wir erst wirklich richtig Kohle. Schön.
Okay. Whatever. Kollege, du brauchst aber ziemlich viel. Genug. Wo haben wir euch denn? Wollt ihr euch was Gutes tun? Wie wär's? Davon müsstest du aber aufwachen. Will ich ja nicht wecken. Marker. Findet er toll. Ja. Tut mir leid. Das sind Früchte. Scheiße, die waren noch nicht reif. Okay. Ein paar Äpfel. Schönen Strauß hier machen hier. Ach, das ist ihr Haus. Na, schau mal an. Morgen. Okay. Ah, das ist unser Kollege. So, gib mir das, was ich jetzt brauche. Kann ich wenigstens ordentlich Kohle machen. Perfekt. Her damit. Und auf geht's. So, jetzt kommen wir endlich an Kohle. Schöne Sache. Was ich vielleicht noch bräuchte, um einen Donut anzulockern. Anzulocken. Aber unser Garten macht sich doch. Sieht doch eigentlich ganz cool aus bis jetzt. Mir gefällt's. Vielleicht dann noch hier so bei dem Fuchshaus so ein kleines Gartentörchen oder sowas da machen. Diese weißen Lattenzaun zum Beispiel. Würde auch bestimmt cool aussehen. Also hier so. Hier so entlang hier so. Hier so entlang. Das würde bestimmt cool aussehen. Also du stehst direkt am Wasser. Auf zu verdursten. Noch eins geworfen. Perfekt. Je mehr, desto besser. Gut, dann läuft das auch schon mal vorwärts. Ja, gleich so ein Busch haben wir auch noch hier gleich. Das ist doch super. Haben wir das erledigt? Das erledigt. Die wachsen jetzt schön. Das ist perfekt. Und wir gucken mal, ob wir gerade einen besseren Grassamen kaufen können. Vielleicht bei der Tante hier. Das wäre mal ganz praktisch. Hallo, komm rein. Mit der Kontrolle und spielst dir was vor. Nein, ich mach nur Witze. Lass dir Zeit. Halt dich nicht mehr vor. So was passiert, jeder macht Fehler. Meiner war nicht. Oh, die goldene Gießkanne. Oh, könnte ich mir direkt kaufen. Hätte ich kein Problem mehr. Okay, gekauft. Genau gepasst. Damit haben wir jetzt alle Gießkannen schon mal beisammen. Aber wir haben immer noch nicht den Gras-Scheiß, den ich bräuchte. Brot können wir auch kaufen, schöne Sache. Nüsse, ja, Ordnung. Brombeerenstrauch wird das also. Okay, cool. Betonpflaster. Na, mir kommt da gerade eine schöne Idee für den Haus da. Warte mal, was ist das denn? Liebesbonbon und Glücksbonbon, okay. Und zwar fürs Dingensgebäude hier, für die Füchse. Und zwar den weißen Lattenzaun, den wir halt hier unten haben, ne? So links und rechts halt so entlang. So links und rechts. Und dann schön mit diesen Betonpflaster entlang, also schön Eingang entlang. Und dann links und rechts am Eingang hier schöne Gartenfackeln. Das ist auch bestimmt voll cool.
Tannenstamm, das könnte man eigentlich am Teich hinlegen. Das wäre bestimmt auch ganz cool. Ja. Sieht doch bestimmt ganz nett aus. Brunnenkressel. Das ist ein Brunnenkressel, meine Damen und Herren. Du brauchst noch? Brauchst du noch ein bisschen? So, hier, es wächst. Brombeerstrauch. Jawohl. Freue ich mich. Oh ja, auf jeden Fall. Level 9. Aber man hat dann so Aktionen, wo dann alles auf einen Schlag kommt und du hast kaum Zeit, dich da irgendwie zu konzentrieren, das rechtzeitig zu machen alles. Und dann hast du mal Zeiten, wo du nicht wo du nichts zu tun hast, ey. Bart! Hallo, mein umschweifiger Schnurstracks-Freund. Darf ich dich auf das Eintreffen meiner mobilistischen Behausung und das tinkeristische Werkzeug aufmerksam machen, das sich darin befindet? Ich selbst höchstpersönlich. Bitte schau vorbei, wann immer du Lust hast. Und dann können wir uns weiter unterhalten über die Wissenschaft, eine Sache in eine andere zu verwandeln. Okay, Tinker-Einführung. Tut mir leid, wir hätten jetzt schon Haselnüsse, hätte ich nicht so früh dagegen gekloppt. Hast du schon was fressen können hier? Gut. Wir warten, bis sie sich selber kaputt machen und dann passt das schon. Aber jetzt haben wir die goldene Gießkanne. Ja. Mit der wir das hier machen können. Achso, ich dachte, das wäre die unendliche Gießkanne. Verdammt. Mich vertan. Was? Was? Hoppala, das war die falsche. Entschuldigung. Entschuldigung, Digga. War nicht so gemeint. Das müssen wir uns unbedingt als nächstes holen, ey. So, weglegen. Schön. So, komm mal her, Kollege. Ja, ne, das gefällt dir doch, ne? Jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt in der Zeit wieder auf. Na, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr noch nicht rein? Muss was Bestimmtes machen wieder, wa? Ach, Mann. Willst du vielleicht ein bisschen? Na, wisst auch nicht. Nee, ihr kommt hier nicht rein. Spider-Mans machen mir noch ein bisschen Sorgen, dass die jetzt mal reinfliegen könnten. Er versteckt sich hier im hohen Rasen. Schau mal einen an. Wusste ich ja noch gar nicht. Zupfen geht auch, okay. So, wandern wir erstmal. Schütteln beenden. Cursor erweitern. Schütteln. Damit es ein bisschen besser aussieht. Ich möchte. Wisst ihr, es ist nämlich hier kaputt gegangen. Jetzt können wir das nämlich einpflanzen hier schön. Ich möchte aber gerne hier so in dem Bereich. Nein, ich möchte hier. Genau. Zupfen.
So, die pflanzen wir direkt ein. Die würden zwar nach einer Zeit automatisch sich selber einpflanzen. Aber so geht es halt noch ein bisschen schneller. Jetzt haben wir hier wieder die Musik, die mir wieder große Probleme bereiten wird. So, hier erstmal. Oh! Nein! Saure Sherbat! Verdammt! Wir müssen dagegen unbedingt etwas kaufen, Alter. Haben wir gesehen, was sie anstellt, das blöde Mistvieh. Kurz gucken, wo sie ungefähr ist. Da ist sie schon. Komm her, du Scheißvieh, ich werde dich verprügeln, ey. Ich dir auch raten, Kollege. Meine sieht ja schon cool aus, finde ich. Ich habe keinen Bock, dass er meine Viecher frisst, die Alter. Du kannst ruhig reinkommen. In dich habe ich nichts. Ich brauche unbedingt Kohle, um jetzt die Dinger zu kaufen. Diese Abschreckteile. So, hat er mir wieder irgendwelche giftigen. Nee, ist wieder cool drauf. Gib mir einfach einen Samen jetzt am Feierabend. Hast du noch was für mich? Wenn ich ein Samen wäre. Nein, hat er nicht. Was bist du denn für einer? Ein mysteriöser Samen. Ach, wirklich. Ja, gut, also, würde ich den ganz gerne mal hier pflanzen. Ich weiß nicht, was daraus wächst. Ja, leckst du mal am Arsch. So, dann brauche ich mich erstmal weitgehend nicht mehr darum zu kümmern. Ich glaube, Stufe 10 müsste auch ungefähr dann wieder vergrößert werden. Was zum Fick soll das hier werden? Und dann werde ich auch meine ganzen Viecher mal benennen. Das werde ich dann schön mit euch. Also ich weiß nicht, ob ich das mit euch zusammen machen werde oder ob ich das dann alleine machen werde. Aber ich glaube, es sollte für heute reichen. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden Aufnahmezeit. Und ich muss unbedingt nochmal duschen gehen. Einmal gerade so viel Spaß irgendwie. Ah, ein Kürbis! Stufe 10 machen wir noch, oder? Komm, Stufe 10 machen wir noch. Dann reicht es aber. Ja, es tut mir natürlich leid für die Kleinen. Die werden natürlich jetzt mal zertrampelt, aber... Was will ich da machen? Ich kann ja nichts großartig machen. Ja, was wird das denn mal hier, hm? Ein Kürbis! Im Endeffekt, was ich jetzt mache, ist hier vorproduzieren. Weil, wie gesagt, ich immer noch nicht weiß, wie ich das hochladen werde. Wahrscheinlich werde ich es bis zu dem Zeitpunkt wissen, wie ich das hochladen will. Gleich ist es soweit. Kollege, lass mich das mal machen, wie ich das will. Okay. Auf zu deines Kürbis. Oh, ihr habt mir wieder eintauchen lassen hier. Stirbst du, das höre ich dir jetzt schon. Apropos, sterben. Ja, man sieht die Nüsse nicht.
Chat, 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 Chat. Äpfel sind hier. Lol, wie cool ist das denn? Ja, das nenne ich mal Langeweile. Komm mal her. Fress mal. Eieieiei. Ja, das passiert, wenn man sich da drinnen befindet, wird man krank. Okay, das müssen wir schnellstmöglich beseitigen. Scheiße! Dass man ein bisschen verwirrt ist. Das soll keiner essen hier. Nee, du Scheißkerl. Verpiss dich. Nein, ich will nicht das kaputt machen. Gib Ruhe jetzt! Dann ist der Kollege jetzt eigentlich immer raus. Was ist demnächst mal? Oh, Leafos! Kannst du mal verschwinden hier? Du bist unnötig. Ich glaube, ich tue dir damit gleich einen Gefallen, Alter. Hier, komm. Sonst kommst du ja nie wieder raus. Oh, Bunny kommt eins und Racers, Alter. Was ist mit euch? Ja, tschüss. Okay, es wird hier direkt so ein Bitch-Fight. Racers 1 hat einen direkten Treffer gelandet. Und da kommt Bunny kommt. Und gibt einen direkt in die mit den Hüten, weil die total heftig sind. Und da kommt Trazant wieder und schmeißt mit Hantel Süßigkeiten. Trazant versucht einen strategischen Rückzug, um ihn in eine Falle zu locken. Wird sich Bunny kommt darauf einlassen oder nicht? Dieser Kampf ist so spannend. Bunny kommt wirft aus der Distanz. Oh, er hat sie verteidigt. Trazant konnte sich verteidigen, doch wird er noch weiterhin zum Angriff. Was macht Trazant? Tut er mit Absicht so dumm oder versucht er seinen Gegner nur zu verwirren? Wird Bunny kommt sich drauf einlassen oder macht er kurzen Prozess? Wo ist er überhaupt da hinten? Ryzen setzt wieder ein und Bunny kommt kurz die Verteidigung. Oh mein Gott, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Jetzt kommt Bunny kommt vielleicht mit seiner Mützenattacke oder nicht? Mütze Gatze oder was? Leute, der Kampf ist schneller vorbei, wenn ich euch gleich verprüge, mal ganz ehrlich jetzt. Also ich wüsste nicht, was ich noch sagen soll. Oh, er versucht den Moonwalk. Er setzt den Moonwalk ein und was macht er als nächstes? Wieder seine Süßigkeiten? Nein! Da kommt Bunny Comp und setzt als erstes ein. Aber er konnte sich irgendwie wieder verteidigen. Es ist ein mega langer, epischer Kampf, der überhaupt nicht an Spannung zu übertoppen ist. Da kommt er nochmal mit einem Angriff. Doch Razant ist einfach zu hardcore aufgesetzt und weiß nicht, was er machen soll. Da kommt noch ein Angriff. Nein, er taumelt. Razant taumelt. Und die Musik hat ausgesetzt. Okay. Warum nicht? So, wo bist du, Scheißteil? Ich will dich immer euch haben. So, weg damit. Was bist du nochmal für einer? Gänseblümchensamen. Können wir auch verkaufen. Ach, fuck it. Nein, ist ja in Ordnung. Ist gut. Ist gut, dass man so eine... Verkaufen.
dir als an anderen Orten. Behalten. Was habe ich verkauft? Kaufen. Kaufen. Dass wir ein bisschen an Kohle kommen jetzt langsam. Kaufen. Kasse. Passt. Oh, was ist jetzt los? Jawoll! Da haben wir einen. Aber langsam wird's voll. Was ist das denn für eine? Du bist am Fluch, aber irgendwo auch mein Segen. Ja, ich weiß, ich bin ein toller Freund. Hey, du arbeitest hier. Du weißt, es gibt ja Leute wie mich, die dir bei den etwas weniger anspruchsvollen Aufgaben helfen können. Du könntest zum Beispiel eine Sprinklerin wie mich kommen lassen, um deine Pflanzen zu gießen. Natürlich kostet das eine Gebühr, aber die bin ich wert. Du findest mich ein armes Kindle, wenn du auf mein Angebot zurückkommen willst. Ich bin sicher, früher oder später werden auch ein paar Kunden von mir auftauchen. Mit dir leben ist doch scheiße. Du siehst mich anders, anders als ich dich. Fuck, ich will's nicht sagen. Ordentlicher Wampe, Kollege. Ich weiß, damit setze ich sehr viel aufs Spiel. Dieses Leben ist eine Hölle und hat hey, Milchbart, wie geht's? Was, du brauchst Zeit, in meinem Gasthaus findest du immer den einen oder anderen Arbeiter. Und ich stehe im Regen. Solltest mal bei mir reinschauen. Jetzt musst du nach und nach auftauchen. Komm wegen der Arbeiter. Na okay. Ein bisschen Milch in die Birne kippen. Dein Garten macht viel. Gut gemacht. Will ich aber auch meinen. Ein Kapitel freigeschaltet. Freude. Nichts weiter, keine Gartenvergrößerung. Gut, dann gucken wir uns jetzt noch einmal das Tagebuch hier an. Dann würde ich sagen, reicht's für heute. Bin jetzt schon wieder seit knapp 2 Stunden am Aufnehmen. Also jetzt nicht nur das, das ist jetzt 1:41, aber vorhin habe ich noch 1 Stunde, na, fast 3 Stunden am Aufnehmen dann. Reicht fürs Erste. Kapitel 4. Es war gut, dass Stardust das Gärtnern im Blut lag. Schließlich bin ich sein Vater. Denn unsere kleine Familie bekam bald Zuwachs. Unser zweites Kind, Liefos, wurde während Mutters Landurlaub geboren. Mutter musste schon kurz nach Liefos Geburt wieder aufs Meer. Ich zog Liefos auf, kümmerte mich weiter um Stardust Ausbildung und hielt meinen wundervollen Garten in Schuss. Liefos liebte den Garten so sehr, dass sie sogar abends Blumen mit in ihr Zimmer nahm. Und das war noch nicht alles. Eines Nachts wollte sie eine Musipan mit ins Bett nehmen. Da musste ich ein Machtwort sprechen. Am nächsten Tag gab ich ihr Stift und Papier und sie begann all die Dinge zu malen, die sie im Garten sah, damit sie sie mit in ihr Zimmer nehmen. Als sie älter wurde, schrieb sie Texte zu den Pflanzen und Pinatas und fertigte Zeichnungen an. Schon bald waren die Wände mit Skizzen und Texten übersät. Daraus haben wir dann ein Buch gemacht. Das war der Anfang meines Tagebuchs, in dem alles aufgezeichnet wurde. So ganz clean, Leute. Okay, dann haben wir auch das 4. Kapitel. Gut, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Nochmal einen wunderschönen letzten Blick auf unseren Garten. Wie gesagt, ich habe ein Angebot gemacht. Wenn ihr gerne Werbung für euren Kanal haben wollt und mir Musik entbehren könnt, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Ansonsten, wenn ihr noch gerne als Name beitreten wollt in diesem Spiel, auch kein Problem. Wie gesagt, sagt es mir und dann wird sich da wahrscheinlich was machen lassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss.